Ein herzliches Willkommen Ihnen, liebe Zuschauer. Die letzte Novemberwoche steht bevor und ich begrüße Sie ganz herzlich zur neuen Ausgabe Ihres Regionalmagazins. Und das sind heute unsere Themen. November-Stadtratssitzung im Rathaussaal in Grimma. Stasi-Ausstellung im Kolditzer Jugendcenter. Schwimmwettcup der Sparkasse. Doch bevor wir dazu kommen, gibt es erst einmal aktuelle Nachrichten. Und damit herzlich willkommen bei den Nachrichten. Haben Ehegatten eine für sie ungünstige Steuerklassenkombination gewählt, behalten ihre Arbeitgeber womöglich mehr Lohnsteuer ein als nötig. Eine andere Wahl kann insbesondere sinnvoll sein, wenn sich die Lohn- und Gehaltsverhältnisse geändert haben. Zur Erleichterung der Steuerklassenwahl für 2019 haben das Bundesfinanzministerium und die obersten Finanzbehörden der Länder Tabellen zur Steuerklassenwahl erarbeitet. Anhand dieser Tabellen können Ehegatten nach der Höhe ihrer monatlichen Arbeitslöhne die Steuerklassenkombination feststellen, bei der ihr Arbeitgeber für sie im Laufe des jeweiligen Kalenderjahres die geringste Lohnsteuer einbehalten. Das setzt allerdings voraus, dass die Monatslöhne über das ganze Kalenderjahr konstant bleiben. Um in eine andere Steuerklassenkombination zu wechseln oder die Faktorverfahren zu nutzen, ist dies beim Wohnsitzfinanzamt zu beantragen. Der Antrag ist grundsätzlich von beiden Partnern gemeinsam zu stellen. Ein Wechsel von der Steuerklassenkombination 3.5 in 4.4 ist auch auf Antrag nur eines Partners möglich. Wer für 2019 das Faktorverfahren beantragt, profitiert von einer neuen Verfahrenserleichterung. Der Faktor hat erstmals eine zweijährige Gültigkeit und muss somit für 2020 nicht gesondert beantragt werden. Schwarzarbeit und Lohnprellerei auf der Spur. Beamte des Zolls sollen die 423 Bauunternehmen des Landkreises Leipzig noch häufiger auf illegale Machenschaften überprüfen. Das hat die IG Bauen Agrarumwelt mit Blick auf neue Zahlen des Bundesfinanzministeriums gefordert. Danach deckten Kontrolleure bei Firmen im Bereich des Hauptzollamts Dresden in den ersten 6 Monaten diesen Jahres einen Schaden von 8,7 Millionen Euro wegen nicht gezahlter Steuern und Sozialabgaben auf. Allein in der Baubranche entgingen dem Staat 6,5 Millionen Euro. Die Zahlen gehen aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Bundestagsabgeordneten Beate Müller-Gemmecke, Grüne, hervor. Die Zöllner müssten daher auch Baustellen im Kreis Leipzig stärker in den Blick nehmen, so Bernd Günther von der IG Bau Nordwestsachsen. Die IG Bau fordert bundesweit mindestens 10.000 Beamte für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll. Zuletzt hatte die Einheit lediglich rund 7.200 Mitarbeiter. Wurzen bekam dieser Tage ein neues Mobiliar. In der Wenzeleigasse findet sich der erste offene Bücherschrank, eine Tauschbibliothek unter freiem Himmel. Vor gut 2 Wochen wurde er aufgestellt und steht vis-à-vis der Buchhandlung. Die Kosten dafür übernahm der Freistaat und eine kleine Feier soll die Aktion eröffnen und gutes Gelingen wünschen. Sachsens Gewässer sind besser als ihr Ruf. Rund um die Qualität und auch die zerstörerische Kraft der sächsischen Gewässer geht es in Dresden beim 15. Sächsischen Gewässertag. Themenschwerpunkte der Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt organisiert wird, werden die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie und das Hochwasserrisikomanagement im Freistaat Sachsen sein. Hochwasserschutz und die gleichzeitige Verbesserung des Gewässerzustandes schließen sich dabei keineswegs aus. Wo immer es die räumlichen Verhältnisse zulassen, werden Synergieeffekte zwischen den beiden Zielen erreicht. Im Rahmen der Gewässertage wird außerdem eine weitgehend standardisierbare Methode zur Erarbeitung belastbarer, fachlich begründeter Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung des Gewässerzustandes, Vorhabens- und Sanierungspläne vorgestellt und diskutiert. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist aber erforderlich. Zur diesjährigen Grimma Stadtmeisterschaft im Schach waren neben den Spielern des gastgebenden Vereins SV 1919 Grimma weitere Schachfreunde aus Falkenhain, Leipzig und Nauenhof am Start. Gespannt waren alle, ob es diesmal gelingen würde, den Titelverteidiger Carsten Collini vom SVB Schach Leipzig den Sieg streitig zu machen.
Der ehemalige Grimmer spielt aktuell mit seinem Verein in der Schachoberliga und war damit auch gemessen an der Spielstärke aller Teilnehmer in der Favoritenrolle. In den 7 gespielten Runden bei einer Bedenkzeit von 20 Minuten gelang Carsten letztendlich ungeschlagen mit 6,5 Punkten die erfolgreiche Titelverteidigung. Nur Jürgen Geißler vom SC Naunhof konnte dem Sieger ein Remis abbringen. Platz 2 erkämpfte mit 6 Punkten ebenfalls wie im Vorjahr Mario Trott vom SV 1919 Grimmer. Mit 4,5 Punkten belegte Jürgen Geißler Platz 3, punktgleich mit Ben Hagenbeck-Hübert, der als bester U20-Spieler geehrt wurde. Und das sind die Wetteraussichten der nächsten Tage. Die Nacht zum Mittwoch wird leicht bewölkt bei Werden bis minus 3 Grad. Tagsüber wird es sonnig bis leicht bewölkt bei Temperaturen von minus 2 bis 3 Grad. Die Nacht zum Donnerstag wird klar bei Temperaturen von minus 1 Grad. Der Donnerstag wird überwiegend sonnig und die Temperaturen liegen zwischen minus 1 und plus 1 Grad. Nachts bedecken einzelne Wolken den Himmel bei Werden um 1 bis 2 Grad. Der Freitag zeigt sich wolkig bei Werden zwischen 1 und 3 Grad. Am Abend kann es Regen geben bei Werden von 3 Grad und die Nacht ist bedeckt bei ebenfalls 3 Grad. Auch das Wochenende wird eher bewölkt. Dabei wird der Samstag noch trocken bleiben bei Werden um 0 Grad. Des Weiteren ist es mittags und auch abends überwiegend dicht bewölkt bei Werden von 2 bis 4 Grad. Nachts bleibt es bedeckt bei einer Temperatur von 2 Grad. Der Sonntagmorgen wird bedeckt bei Temperaturen von 2 Grad. Im weiteren Tagesverlauf sollte vom Nachmittag bis abends der Schirm nicht vergessen werden. Es regnet bei Temperaturen von 5 bis 6 Grad. Die Nacht ist ebenfalls regnerisch bei Werten von 4 Grad. Damit, liebe Zuschauer, ist das erste Adventswochenende definitiv schneefrei, aber nicht unbedingt schön. Adventszeit in Meißen. Das ist ein Erlebnis der besonderen Art. Flanieren Sie durch die historische Altstadt mit ihrer einzigartigen Architektur. Seien Sie dabei, wenn sich der Meißner Markt in ein zauberhaftes Weihnachtsland verwandelt, geprägt vom unverwechselbaren Flair eines mittelalterlichen Marktes. Entdecken Sie die vielen kleinen Besonderheiten, erleben Sie, wie das Rathaus zum großen Adventskalender wird. Adventszeit in Meißen. Vom 26. November bis Heiligabend. Weihnachtsmarkt in Grimmer. Erleben Sie ein Fest für alle Sinne. Festlich leuchtend, köstlich duftend, mit Live-Musik, Bühnenunterhaltung und vielen Stargästen. Lassen Sie sich stimmungsvoll verzaubern bis zum 16. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt in Grimmer. Viele Momente im Leben wurden oft über Jahrzehnte liebevoll auf Videos oder Schmalfilmen aufgenommen. Doch all das kann irgendwann einmal unwiederbringlich verloren gehen. Sichern Sie sich daher jetzt Ihre ganz persönlichen Momente und Erinnerungen für die Zukunft und lassen Sie sich Ihr Videomaterial digitalisieren. Egal ob VHS, Mini-DV, DV, Hi8 oder Super-8-Kassetten, einfach bei Muldenthal TV in der Langenstraße 3 in Grimma abgeben und bei der nächsten Familienfeier gemeinsam mit Freunden und Familie die alten Erinnerungen auf DVD anschauen. Musik.
Die runde Ecke im Dietrichring in Leipzig ist wohl für jeden ein Begriff. Zentralstelle der Staatssicherheit zu DDR-Zeiten, heute Ausstellung, Stasi-Unterlagenarchiv und Anlaufstelle, um in Stasi-Akten Einsicht zu nehmen. Damit das Ganze nicht vergessen wird, geht die Ausstellung zweimal pro Jahr für ein paar Tage in verschiedene Orte. Vom 13. bis 15. November war sie im Jugendcenter Kolditz. Nils Geldner war mit vor Ort und hat folgenden Bericht für Sie. In die Arbeit der Stadtsicherheit eintauchen konnte man für 3 Tage in Kolditz. Vom 13. zum 15. November war die Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen im Kolditzer Jugendcenter. Regina Schild, die Leiterin der Leipziger Außenstelle der Stasi-Unterlagenbehörde, und Bürgermeister Robert Zillmann eröffnen die Stasi-Ausstellung. Es geht hier darum, gegen das Vergessen zu arbeiten. Gegen das Vergessen, denn das, was Sie hier dargeboten bekommen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil deutscher Geschichte und vor allen Dingen Geschichte, die noch gar nicht so lange her ist. Und die vor allen Dingen zeigt, wie Diktaturen arbeiten, wie Unterdrückung von Bürgern funktioniert, Bürgerrechte, Grundrechte, die es eigentlich so gar nicht gab, die es zwar auf dem Papier gab, aber die in der Praxis eigentlich gar nicht gelebt werden konnten, zumindest nicht ausführlich gelebt werden konnten. Das ist ein ganz großes Thema. Die Geschichte und der Werdegang des Ministeriums für Staatssicherheit stand dabei natürlich im Mittelpunkt. Ergänzt wurde diese durch Tafeln mit regionalem Bezug sowie Stasi-Akten der Kreisdienststelle Grimma, einer von 13 Dienststellen des ehemaligen Bezirkes Leipzig. Zu den Anfängen der Friedensgebete im Herbst 89 standen die Teilnehmer und die Jugend unter allgemeiner Beobachtung auch in Kolditz. Das Schild und Schwert der Partei, so verstand sich das Ministerium und hatte ein dichtes Netz an Kreisdienststellen und IMs, den informellen Mitarbeitern. Kolditz wurde darin von Grimma aus überwacht. Ja, hier in Kolditz war das ja speziell, zum einen das Porzellanwerk Kolditz. Es war aber auch das Schloss Kolditz, weil das Schloss ja im Zweiten Weltkrieg Gefangenenlager war und dort speziell auch Engländer untergebracht waren. Und da sind zu DDR-Zeiten viele englische Touristen zum Beispiel nach Kolditz gekommen. Und da wollte man schon wissen, was machen die hier, wie nehmen die Kontakt vielleicht zur Kolditzer Bevölkerung auf, warum kommen die her, mit welchen Anliegen. Für die heutige Jugend ist das Geschichte, die zwar vergangen ist, aber nicht vergessen werden sollte. Die Demokratie ist für sie selbstverständlich. Für Schulklassen bietet die Leipziger Stelle deshalb spezielle Projekte an. Und oft, wenn die Schulklassen kommen, kommen sie ganz locker und sind unbedarft und können sich nichts vorstellen. Aber spätestens, wenn wir dann Archivführung machen und oben in der Kartei anfangen und eine Karteikarte zeigen von einem 2,5-jährigen Kind, was schon eine Stasi-Erfassung, erste Überwachung bekommen hat durch den Stadtsicherheitsdienst, weil die Eltern Ausreiseantragsteller waren, horchen die Jugendlichen auf. Oder dann, wenn man weitergeht und Akteninhalte zeigt, eine Punkband, die Texte gemacht hat, die öffentlich aufgeführt hat. Meistens war das nur möglich in Kirchen, wenn sie keine Lizenz bekommen haben. Und dafür dann ins Gefängnis gegangen sind, weil die Liedtexte antisozialistisch waren und es wurde so eingeschätzt, gegen den Staat gerichtet waren, haben die Gefängnisstrafen teilweise gekriegt. Dann beginnt Nachdenken und wir kommen viel ins Diskutieren und kommen dann eben auch ins Heute. Was haben wir für ein wichtiges Gut mit unserer Freiheit und dass man die eben auch gestalten muss? Eine Frage geisterte zur Ausstellung immer wieder durch den Raum. Wie kann ich meine Stasi-Akte einsehen? Im Jugendcenter stand Fachpersonal des Leipziger Stasi-Unterlagenarchivs Rede und Antwort. Interessenten können sich aber auch an die Leipziger Außenstelle wenden. Wir sind im Dietrichring 24, mitten im Stadtzentrum von Leipzig. Da kann man entweder hinkommen und einen Personalausweis mitbringen und dann dort die Anträge ausfüllen. Oder wir gehen eben auch, wie jetzt hier in Kolditz, in die Region zweimal im Jahr und bieten das mit an, neben der Ausstellung, die wir dann zeigen. Man kann aber auch den Antrag im Internet runterladen und ausfüllen und muss dann noch die sogenannte seine Identität bestätigen lassen auf den Ausweis im Einwohnermeldeamt.
Das Verständnis für die Demokratie zu schärfen und deutlich zu machen, dass die DDR eine Diktatur war, ist das erklärte Ziel der Ausstellung. Zweimal pro Jahr gastiert sie für ein paar Tage an verschiedenen Orten. Für den Kolditzer Bürgermeister Robert Zillmann ist die Arbeit der Behörde wichtige Arbeit gegen das Vergessen. Auch der jüngeren Generation sollte das vermittelt werden. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz aktuelles Thema. Wir sehen es gerade wieder, wo politische Akteure versuchen, eigentlich diese Stasi-Methoden aufleben zu lassen und dazu aufrufen, dass doch andere gemeldet werden, wenn sie denn nicht der eigenen Meinung entsprechen oder der dargestellten Meinung widersprechen. Ich denke, jeder hat schon mal vom Lehrermeldeportal gehört. Ich will das gar nicht weiter ausführen, aber das ist der Anfang. Und wäre den Anfängen, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das immer wieder ins Leben gerufen werden, ins Gedächtnis gerufen werden muss, wie damals das Leben aussah und wie es eingeschränkt wurde. Das Demokratieverständnis soll mit dieser Ausstellung geschärft und gegen das Vergessen angekämpft werden. Denn auch nach fast 30 Jahren sind die Aktenerzeugnisse der Stasi immer noch nicht vollständig gesichtet. Zum Tag der offenen Tür lud auch in diesem Jahr das evangelische Schulzentrum Muldental in Großbadau ein. So konnten sich Schüler und Eltern, die noch nicht sicher sind, wohin die Reise geht bezüglich des Schulweges, selbst ein Bild vor Ort machen. Sehen Sie nach folgendem Bericht dazu. Sie sind engagiert, dienstleistungsorientiert und schätzen es, fachlich fundiert zu arbeiten? Bei uns arbeiten Sie in einem freundlich-familiären Klima und erfahren Anerkennung für Ihre Leistung. Ihre Fort- und Weiterbildung unterstützen wir durch externe und interne Veranstaltungen. Werden Sie Teil unseres Teams. Und wieder zugestellte Straßen in Großbadau. Nein, eine zweite 800-Jahr-Feier stand nicht an, dafür aber der Tag der offenen Tür des evangelischen Schulzentrums. Die Besucher strömten reichlich, auch über die Mittagszeit. Als erstes musste man sich einmal orientieren. Dafür waren zwei Lehrer am Infostand zuständig, denn das Schulzentrum hat in den letzten 19 Jahren mächtig Fahrt aufgenommen. Auch im Sekretariat waren viele Auskünfte gefragt. Es bestand die Möglichkeit für die Eltern und Kinder, bei denen die Entscheidung schon gefallen war, gleich eine Anmeldung auszufüllen. Wir interessierten uns inzwischen für das Lernbüro Offener Unterricht. Das Zimmer war gar nicht eingerichtet wie ein übliches Klassenzimmer, sondern mit Sitzgruppen und Regalen. In den Fächern Mathematik, Deutsch und Geografie besteht die Möglichkeit, 6 Stunden je Woche im offenen Unterricht zu absolvieren. Dabei entscheiden die Schüler selbst, wie schnell und in welcher Reihenfolge, sowie mit wem sie die einzelnen Lernbausteine der Fächer durcharbeiten. Es versteht sich von selbst, dass dabei der Lehrplan durch die Lehrkräfte nicht aus den Augen verloren wird, sodass am Ende des Schuljahres auch jeder Schüler das Ziel erreichen kann. Die Lehrer sehen sich im offenen Unterricht als Lernbegleiter zur Erreichung des Zieles. Mittlerweile können die Kinder von der Grundschule über die Oberschule bis hin zum Gymnasium das Schulzentrum besuchen. In 2018 hat das evangelische Schulzentrum Großbadau wahrscheinlich die kleinste Abiturklasse Deutschlands mit 3 Mädchen und einem Jungen. Bei dem frischen Wetter war der Schulhof am Tag der offenen Tür nur mäßig in Anspruch genommen, aber ein Fußballspiel geht immer und so war auch draußen etwas Bewegung. Lernen macht hungrig. In der lichtdurchfluteten Mensa wartete das Mittagessen oder auch schon das Kuchenbuffet. Weiter ging es in die Grundschule. Hier hatte Till Eulenspiegel seine Freude gehabt, denn wer nach oben in die Räume der Stammgruppen wollte, der musste seine Schuhe unten an der Treppe stehen lassen. Was man in anderen Schulen Klassen nennt, sind hier Stammgruppen. Die Eltern hatten viele Fragen und so konnte man die Lehrerinnen und Lehrer oft in Gesprächen vertieft sehen. Denn selbst jüngere Eltern haben bei dieser Schulform viel Informationsbedarf, denn es läuft vieles nicht so, wie es die Eltern in ihrer Schulzeit erlebt haben. Und da es für alle selbstverständlich ist, sich zu bewegen, war auch die Turnhalle über der Mensa geöffnet. Vor allem die Kleinen nutzten die Gunst der Stunde, um sich in der Geborgenheit der Halle zu bewegen. Und wer aufmerksam hinschaute, sah auch noch den kleinen Hausaltar mit der Gitarre stehen, denn wir sind in einem evangelischen Schulzentrum. Mit den vielen Besuchern war der Tag der offenen Tür wieder ein riesiger Erfolg. Haben Sie schon einmal einen Lebkuchen durch Grimma laufen sehen? Dem könnten Sie direkt folgen, dann wüssten Sie zu 100% unsere Gewinnspielfrage zu beantworten. Wir zeigen Ihnen heute seinen letzten Ausflug. Wo ist er?
Wenn Sie die Lösung wissen, melden Sie sich bei uns in der Langenstraße 3. Zusätzlich können Sie mit dem Codewort MuldentalTV direkt im gesuchten Geschäft Ihre Gewinnchance verdoppeln. Stimmen Sie sich ein auf die Adventszeit. Der Verein Gemeinsam für Leipzig präsentiert Sehet ein Licht. Am Sonntag, dem 2. Dezember 2018, singt der Kammerchor Vox Animata in der Leipziger Propsteikirche St. Trinitatis weihnachtliche Chormusik. Unter der Leitung von Robert Göstl erklingen Stücke von Vittoria, Poulenc, Lauritzen, Reger und Distler. Das Konzert beginnt um 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Wir trinken es jeden Abend, weil es wirklich hilft. Knobi Vital erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Und jetzt auch in Ihrem DM. Sie brauchen Pass- und Bewerbungsfotos? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Im Muldental TV Fotostudio bekommen Sie zudem verschiedene Bilderrahmen. Und natürlich fotografieren wir Ihnen auch Ihre Porträts oder Familienfotos. Vereinbaren Sie einfach einen Termin und wir erfüllen Ihnen Ihre ganz individuellen Fotowünsche. Diskret und ohne Zeitdruck. Kostenlose Parkplätze finden Sie direkt vor unserem Geschäft in der Langenstraße 3 in Grimma. Und wenn Sie Ihre schönsten Urlaubsfotos bei uns ausdrucken möchten, dann kommen Sie einfach vorbei. Sie können die Bilder sofort mit nach Hause nehmen. Alles rund ums Foto bei Ihrem Muldental TV Fotostudio in Grimma. Öffnungszeiten und weitere Infos finden Sie unter muldentaltv.de. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan.
Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Liebe geht durch den Magen, sagt man. Genau das erfahren Sie im Restaurant Olympia am Leipziger Platz in Grimma. Mediterrane Gastfreundschaft, Herzlichkeit, freundlich und helle Gasträume und im Sommer der Biergarten. Laden zum Verweilen ein. Gastfreundschaft, Herzlichkeit und puren Genuss bieten die Restaurants von Familie Stjefny. Diese griechisch-mediterrane Gastlichkeit können die Gäste, die hier fast automatisch zu Freunden der Familie werden, gleich dreimal in Leipzig und einmal in Grimma erleben. Die gemeinsamen Restaurants bieten die Möglichkeit, die Kompetenzen der Familie zu vereinen. Bevor wir selbstständig werden, haben wir, jeder Bruder hat gearbeitet in diverse Unternehmen, sage ich jetzt mal, also als Selbstständige. Und es war ziemlich gut, jeder in sein Fach. Und wir haben dann gesagt, hey Leute, wollen wir uns nicht probieren, mal selbstständig als Familienunternehmen zu gründen? Und der große Bruder, der hatte jahrelange Kontakte in Leipzig und somit hat sich ergeben und haben wir uns 2008 schon in die Selbstständigkeit den Weg gewagt. Das familiäre Flair zeichnet die Restaurants aus. Aus dieser Idee entwickelte sich zuerst das Akropol Olympia. Die Traditionen aus Küche und Gastlichkeit im Sinne der elterlichen Schule werden hier in der Taverne in Eutritsch fortgeführt. Das Konzept kommt sehr gut an. Wenige Jahre später folgten das Restaurant Olymp in Schleusig, wo Gäste wie die Götter im Olymp speisen können, sowie die Taverna Classicos im Norden von Eutritsch, die mit kulinarischem Hochgenuss den Gästen einen Platz zum Verweilen bietet. Wer auch in Leipzig und Umgebung nicht auf ein kleines Stückchen Urlaub verzichten möchte, der sollte eine kulinarische Reise in eines der Restaurants unternehmen. Hier scheinen die griechische Sonne und das Meer nicht weit, was auch Familie Stjefny strahlen lässt. Ein Traum in Erfüllung gegangen, ein Stück Geschichte für uns, für unsere Familie, dass das überhaupt möglich ist und dass es auch so gut von unseren Gästen und Freunden angenommen wird. Der Erfolg spricht für sich, die Familie ruht sich darauf aber keinesfalls aus. Die Energie und Lust auf weitere Herausforderungen, um die Gäste glücklich zu machen, ist in jedem zu spüren. Wir sind 4 Brüder und wir haben noch weitere 4 Geschwister und wir sind generell Großfamilie. Und wir haben gesehen, dass das, was wir machen, dieses tolle Essen, Gastfreundschaft, Ambiente und einfach Herzblut rein in den Unternehmen gesteckt, dass es noch mehr möglich ist und dass wir einfach ein Stückchen mehr den Traum erweitern können, um unsere Gäste mit tollen Essen und tolle Bedienung und Ambiente zu beglücken. Von der Großstadt Leipzig entwickelte sich der Wunsch, sich auch in einer kleineren Stadt niederzulassen. Bestens dafür geeignet ist Grimma, die Perle des Muldentals. Umgeben von Kulturdenkmälern, einem malerischen Stadtkern, gelegen am romantischen Ufer der Mulde, lädt die historisch geprägte Stadt zum Verweilen ein. Einmal gesehen, hat Grimma die Familie nicht mehr losgelassen und bietet eine Möglichkeit, sich noch mehr zu entfalten. Eine sehr gute Bekannte von uns kannte die ehemaligen Eigentümerin von hier aus Grimma. Und Hotel und Restaurant, das ist natürlich ein Traum, noch ein Stück mehr für uns. Und somit haben wir einen der nächsten Termin wahrgenommen und wir haben uns in Grimma erweitert, weil wir auch Potenzial natürlich auch hier gesehen haben und weil wir unsere Familien in diverse Angelegenheiten, nicht nur in Restaurant oder Küche, auch in Hotel und Rezeptionbereich oder sonstige engagieren wollen. Dazu gibt es im Hotel mit 16 Zimmern und im Restaurant mit insgesamt 260 Plätzen und einer großen Außenanlage mit Biergarten, Spielplatz und Parkplätzen viele Möglichkeiten. Mit all der gastronomischen Erfahrung ist hier ein großer Traum in Erfüllung gegangen, in dem das Hotel Goldenes Schiff und das Restaurant Olympia mit viel Herzblut und Ehrgeiz zu neuem Glanz erstrahlt. Gleich nach der Eröffnung wurde die Energie in den ehemaligen Pferdestall investiert, der nun mit besonderem Flair bis zu 60 Personen Platz bietet. Das Standort ist besonders, weil es ist ein tolles, großes Objekt. Vor allem, es macht auch das Hotel
Es ist fantastisch, also sind sehr viele Touristen und die Touristen, die hier sind, sind wirklich mega glücklich, weil wir auch eine sehr gute Gastronomie haben. Mit der Konkurrenz können wir natürlich sehr gut mithalten. Warum? Weil wir sind hier ein Familienunternehmen. Wir haben einen tollen Spielplatz, was natürlich für die kleinen Mäuse ein Highlight ist. Danach eigenen Parkplatz, was wir auch anbieten können. Und die Biergarten ist einfach eine sensationelle Möglichkeit, um hier diverse Veranstaltungen zu machen. Zum Beispiel wie griechische Live-Musik, Weinabend und einfach mal etwas Neues, ein bisschen frisches Blut in Grimma zu entfalten. Was das Familienunternehmen anpackt, wird zum Erfolg. Das gesamte Team nimmt den Gast wie einen Freund der Familie auf und verwöhnt sie mit Speisen, Getränken und viel Herzlichkeit, ob in Grimma oder den Leipziger Restaurants. Alle Speisen werden nach traditionellen Rezepten mit viel Liebe und frischen Zutaten zubereitet, wofür einer der vier Brüder, Benis, als Küchenchef zuständig ist. Ich meine, bei uns selbstverständlich gutes Essen gehört dazu, gutes Trinken, Ambiente. Aber wir betrachten den Gast als guter Freund. Wenn er das Lokal bei uns betritt, das ein tolles Lächeln, ein herzlich Willkommen. Und irgendwie spürt man das und will man den ganzen Abend um den Gast sich sorgen. Die vier Restaurants bieten die Möglichkeit, den Alltag hinter sich zu lassen und in entspanntem, freundlichen Ambiente eine kulinarische Reise anzutreten. Mit ausgesuchten griechischen und mediterranen Spezialitäten war Griechenland noch nie so nah. Verweilen Sie hier und genießen die Zeit im Kreise von Freunden. Die Stadtratssitzung November begleitet diesmal mein Kollege Rudolf Brendel. Und er hat im nachfolgenden Bericht die Schwerpunkte der Sitzung für Sie zusammengetragen. Der November-Stadtrat in Grimma fand am letzten Donnerstag im Schatten des diesjährigen, noch ungeschmückten Weihnachtsbaumes statt. Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger ließ auch in dieser Ratssitzung keine Luft an den Zeitplan. Pünktlich 17 Uhr wurde die Sitzung eröffnet. In dieser Sitzung waren einige Stühle verwaist. Die Stadträte waren aus triftigem Grund entschuldigt oder schlichtweg krank. Für jedes Ratsmitglied gab es als Präsent einen Kalender der Weltstadt Grimma. Nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit ging es zügig zum nächsten Thema, Bürgeranfragen. Hier wurde nach dem Verbleib von Geldern im Haushalt der Stadt gefragt, die bereitgestellt wurden, aber nicht in Verwendung kamen. Die Antwort der Kämmerin war prompt und eindeutig. Diese Gelder müssen nach der Satzung der Stadt weiter im Haushalt verbleiben und nicht auf Extrakonten verwahrt werden. Eine weitere Bürgeranfrage zum Verhalten von Polizeibeamten im Verkehr der Stadt Grimma konnte nicht beantwortet werden. Die Fragestellerin wurde zur Klärung an das Polizeirevier der Stadt verwiesen. Dann ging es in der Tagesordnung weiter mit der Aktualisierung der Bekanntmachungsverordnung. Justiziarin Kerstin Ulbricht brachte den Vorschlag der Verwaltung zu Gehör. Dieser wurde einstimmig angenommen. Vorweg sei schon erwähnt, dass bis auf eine Vorlage alle anderen Tagesordnungspunkte den Stadtrat einstimmig passierten. Die Vergabe des Winterdienstes war der nächste Punkt. Dirk Hamann, Tiefbauamtsleiter, war der Vortragende. 10 Unternehmen aus der Region, vom Landwirtschaftsbetrieb über Vorunternehmen bis hin zu Bauunternehmen, erhielten den Zuschlag zum Winterdienst auf kommunalen Straßen der Stadt Grimma und deren Ortsteilen. Helga Preisler, Amtsleiterin Haupt- und Personalamt, erläuterte die Kündigung der Zweckvereinbarung über die Übertragung der Aufgaben zur Durchführung der Brandverhütungsschau mit der Gemeinde Otterwisch. Der Vorlage wurde einstimmig zugestimmt. Die Kündigung wird zum 31.12.2019 greifen, da durch richterlichen Beschluss eine Eingemeindung von Otterwisch aussichtslos ist. Nach der Zustimmung zur überplanmäßigen Mittelbereitstellung für Hausmeister und Wirtschaftsdienste zur Reinigung von Kindereinrichtungen und Schulen ging es zum Thema Verkehrswertgutachten Sanierungsgebiet Kasernengelände Grimma Teil 1. Die Leiterin des Stadtentwicklungsamtes Janine Wolf hatte sich zu diesem Thema Verstärkung vom Vorsitzenden des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Landkreis Leipzig, Thomas Schildhauer, geholt. Er erläuterte in kurzer Form die Ermittlung der Bodenrichtwerte für die betreffenden Grundstücke des Kasernengeländes, die in einzelne Zonen unterteilt werden. Der Ermittlung lagen die Ausgaben für das Sanierungsgebiet, welche im Zeitraum zwischen 1994 und 2016 entstanden sind, zugrunde. Insgesamt wurden rund 12 Millionen Euro für Grunderwerb, Altlasten- und Kampfmittelbeseitigung, Rückbau, Freilegung, Untergrundverdichtung, Baugrunduntersuchung, Erschließung und Vermessung und sonstige Leistungen im Sanierungsgebiet aufgewandt. Die Stadt Grimma ist per Gesetz verpflichtet, sich die anfallenden Kosten von den Grundstückseigentümern erstatten zu lassen. Dabei werden einzelne Gegebenheiten berücksichtigt. Das Geld fließt anschließend an die Bewilligungsstelle zurück.
Auch diese Vorlage wurde mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen mehrheitlich gebilligt. Im letzten Punkt kam es zur Billigung einer Skizze zum Dorf der Jugend in der alten Spitzenfabrik. Der Stadtrat tagte im Anschluss in nicht öffentlicher Sitzung weiter. Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Muldental, ein starker Partner der Menschen und Unternehmen in unserer Region. Zweimal im Jahr bevölkern unzählige Wasserratten die Grimmaer Schwimmhalle. Die Abteilung Schwimmen des SV 1919 Grimmaer veranstaltet dann ihre Schwimmfeste. Am letzten Samstag war es wieder einmal soweit. Abteilungsleiter Martin Birnbaum konnte über 140 Schwimmer aus 10 Vereinen zum 23. Sparkassencup in Grimmaers Westen begrüßen. Mit 34 gemeldeten aktiven Schwimmern waren die Dresdner Delfine vor dem SV 1919 Grimmaer mit 31 Startern der am stärksten vertretene Verein. Neben ihnen gingen Aktive aus Leipzig, Döbeln, Wittenberg, Miltitz und Zwickau an den Start. Bereits um 9 Uhr wurden die ersten Schwimmer vom Starter Holger Polzin in das Wasser geschickt. Dies geschah in den Schwimmstilen Freistil, Brust, Rücken und Schmetterling über 100 Mal. Dabei galt es, Strecken über 100 und 200 Meter zu bewältigen. Eine wahre Mammutveranstaltung und das nicht nur für die Sportler. Ob Protokollführer, Zeitnehmer, Wenderichter oder die Zielrichter, bei denen nicht immer ein Einlauf so klar erkennbar war, hatten alle Hände voll zu tun. Immer wieder riskierte Martin Birnbaum einen Blick auf die Bestenliste mit den Veranstaltungsrekorden. Und nun endlich konnte er einen neuen vermelden. Der für die Dresdner Delfine startende Amadeus Bräuning schaffte dies über 100 Meter Rücken. Den von Ricardo Peach im Jahr 2005 aufgestellten Rekord von 1 Minute 00:45 verbesserte er auf 59,66 Sekunden. Während die einen Hinweise von ihren Trainern nach dem Start erhielten, war die große Wand mit den Ergebnislisten immer wieder ein Anziehungspunkt der Athleten und Betreuer. Zur großen Siegerehrung, welche von Silke Neumann und Anja Remane von der Sparkasse Muldental vorgenommen wurde, konnten die Dresdner Delfine letztendlich den großen Pokal endgültig in Empfang nehmen. 121 Mannschaftspunkte erschwammen sich die Dresdner. Ihnen folgten auf den Plätzen der SV Grün-Weiß-Wittenberg, das Schwimmteam Erzgebirge und der SV 1919 Grimmaer. Nach mehr als 5 Stunden straffem Schwimmprogramms ging das 23. Schwimmfest um den Pokal der Sparkasse Muldental am frühen Samstagnachmittag zu Ende. Diesen Beitrag präsentierte Ihnen die Sparkasse Muldental. Wie Sie sich auch die Zukunft ausmalen, Ihre Sparkasse hilft Ihnen, sie zu gestalten. Damit, liebe Zuschauer, sind wir schon am Ende der Sendung angelangt. Wir sehen, wenn Sie mögen, uns noch einmal zur Silvesterausgabe im Dezember. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie vor allem gesund, umgehen Sie die Grippeviren und bleiben Sie uns vor allem treu, auch nächste Woche. Bis dahin, tschüss.